Hallo und herzlich willkommen zurück bei euren Wacko LP. Es geht endlich weiter, Freunde. Eine neue Staffel Let's Play The Long Dark. Wir spielen auf Schleicher, da ich gerne Waffen im Spiel habe. Werden hier und wir werden... wir werden in der Gebirgsstadt starten. Oder ist das eine gute Idee, die Gebirgsstadt? Ja, warum nicht eigentlich? Wir starten in der Gebirgsstadt, nehmen den weiblichen Charakter, nehmen mit den Schneewanderer, nehmen die kalte Fusion und Bücherwurm mit. Dauert ein Bonus von 2%. Okay, perfekt. Das Ganze nennen wir Wacko LP YouTube Staffel. Okay, perfekt. Starten wir direkt durch. Mal schauen, wo wir rauskommen. Ich hoffe direkt in der Stadt, das wäre ideal. Oh mein Gott. Es ist Nacht. Ah, es wird aber gleich Tag, sehr schön. Wo sind wir denn hier, Freunde? Ich weiß es nicht. Aber ich muss eins noch einstellen, und zwar Steuerung. Wir gehen hier jetzt noch etwas runter. Genau. Damit das nicht so krass ist. Ja, die würde ich ja gerne mitnehmen hier. Ah, ich vermute, dass da drüben die Stadt sein muss. Ich hoffe, wir laufen auch nicht gleich direkt in den Wolfi rein. Das wäre nicht sonderlich gut. Oh, das war ein Hirsch. Sehr gut. Dann müsste da oben die Stadt sein, ne? Na, hoffen wir mal das Beste. Ja, das sieht gut aus. Hier ist der Funkturm und unten die City. Sehr schön. Nein, rahmen wir uns bloß nicht. Ach ja, es müsste ja jetzt auch neue Wildtiere geben. Da lassen wir uns mal überraschen. So, hier kommen wir sowieso später nochmal vorbei, aber kurz können wir schauen, ob hier vielleicht was liegt. Okay, etwas Brennholz. Nee, ab in die Stadt bitte. Bevor es zu kalt wird. Oh Gott. Na gut, dass wir noch nicht viel Kleidung anhaben. So, da ist ja schon unser erstes Gebäude. Und zwar, das ist auch das Gebäude, was wir, glaube ich, in der dritten Staffel als... Ja, was wir da als Basis hatten. Dann werden wir auch dort als erstes reingehen. Hier ist ein Werkzeugkasten, den werden wir gleich mal looten. Wir brauchen auf jeden Fall eine Fackel, Freunde, damit wir was sehen. Weil wenn wir hier jetzt reingehen, ist es stockdunkel. Ja, und ist nicht verschlossen. Sehr schön. Gut, zu den Partlängen. Ich würde sagen, die ersten Folgen wie immer etwas länger und danach schauen wir mal, wie es sich einpendelt. So, und wir haben Tag. Sehr gut. Ich hoffe, wir finden hier jetzt eine... Ist mir das doch zu wenig. Wir finden hier jetzt eine Öllaterne. Die wäre natürlich richtig geil. So, was haben wir denn hier Schönes? Best be prepared for anything. Spitzenpfirsiche. Gut, Ziel des Let's Plays, die Welt zwischen 95% und 100% zu erkunden und möglichst viele Orte zu kartografieren. Okay, das wollte ich nicht mitnehmen. Möglichst viele Orte zu kartografieren und so lange wie möglich zu überleben. Okay, ein Kochtopf ist ja auch keiner, ne? Ah doch, sehr schön. Den brauchen wir.
natürlich eine schöne Ausgangsbasis hier in Milton. Da haben wir viele Gebäude, wo wir schon Glück haben können auf eine Waffe. Aber nur in Gartenzustand genießbar. Okay, Kartoffel ist auch ein neues Item. Hundefutter. Schweinefleisch. Und nichts. Okay. Was haben wir hier? This will come in handy. Allzweckmehl, eine Grundzutat für viele Rezepte. Ja, wie gesagt, das Kochsystem wurde ja total überarbeitet. Man kann jetzt sehr viele Gerichte kochen. Unter anderem Suppen, die sehr nützlich sein können. Spitzenpfirsiche und Müll kann man auch durchsuchen. Okay. Ist ja schon mal nicht so schlecht. Was haben wir hier noch? Ah, dass es so dunkel ist, ist echt krass. Streichhölzer, Waffe, schade. Schade, schade, keine Waffe. Socken. Okay, okay. Nein. Buch, okay. Was haben wir hier? Auch nichts sonderlich Interessantes. Ein Schal. Gut, schauen wir mal nach oben. Wir würden ja noch etwas Kleidung brauchen. Ich hoffe, hier ist noch was. Wollpullover, sehr gut. Eine Schnur. Hey, Wasserquelle. Sehr schön. Antiseptikum. Dann hier vielleicht ein Revolver, das wäre richtig geil. This stuff will come in handy. Alter, wir haben schon richtig gute Kleidungsstücke gefunden jetzt. Auch keine Waffe. Schade. Schade, schade. Hier müssen wir noch rein. Ein Nähzeug. Wurzelvernichter. Dann, das müssen wir zerlegen, denn da dahinter ist manchmal was. Ja, Brandbeschleuniger. Sehr schön. Hey, ein Rezept. Nice. Hier fehlt uns noch ein Zimmer, ne? Den haben wir schon. Ah ja, hier. Komm schon, gib uns halt eine Waffe. Hey, das ist auch ein neues Item. Alter, es gibt echt ziemlich... Freunde, wir haben so Glück, ey. Wir haben jetzt schon einen Revolver. Richtig geil. Sehr schön. Wir können uns verteidigen. Zwar nur zwei Schuss, aber ist ja immerhin ein Anfang. So. Jetzt werden wir dieses Gebäude wieder als Ausgangsbasis nutzen. Wir legen jetzt hier mal die neuen Teile an. Mal das. Der ist gar nicht besser, okay. Die Jeans, das hier, okay. Dann alles, was wir nicht brauchen, hier lassen. Damit wir möglichst viel abtransportieren können. Wasser nimmst du mit. Aber ein Liter reicht, so. Das hier lassen, das, den Stoff, den Wurzelvernichter, das, 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 okay, was noch, das, das, okay, gehen wir ins nächste Gebäude.
Ja, ich hoffe, dass wir hier viel Zeug finden, Freunde. So, ich hoffe, es ist kein Wolf hier. Ja, sieht gut aus. Schauen wir hier gleich mal rein. Stoff, Zeitung. Zack, zack. Okay. Okay, dann schauen wir hier rein. Ah, eine Laterne wäre doch wunderschön, hier ist zum Gebäude durchsuchen. Talschrott nehmen wir mit. Brecheisen würden wir auch brauchen. I'll take it. Eine Seenotfackel, sehr schön. Hier ist dann nichts, da auch nicht. Ein Schmiedehammer. Schmiedehammer ist schon nicht schlecht. So, ich hoffe, dass wir hier noch eine Weile Ruhe haben von den Wölfen. Die sind ja hier in der Stadt gerne unterwegs. Okay, da war nichts. Da auch nicht. Schauen wir hier gleich. Hey, und ein Brandbeschleuniger. Hey, hier ist was. Ah, bei der Kirche ist was versteckt. Okay. Gehen wir später hin. Schauen wir hier den Lebensmittelmarkt durch. Manchmal was drin in den Boxen. Hey, yay, Kaffee. So, gib mir doch eine Laterne, ha? Das wäre doch sehr schön. Da, 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 wir nehmen alles mit. So, keine Revolverpatronen. So, was haben wir hier? Lampenöl. Das wäre schon mal ein Anfang, wenn wir jetzt noch die Lampe dazu finden. Wäre das cool. Kaffee. Okay. Okay. Hier haben wir nochmal Wasser. Alles durchsuchen, Freunde. Ah, nirgends ein Brecheisen. Ja, das wird sicherlich eine Weile dauern, hier die ganze Stadt zu durchsuchen. Ich versuche mich zu beeilen. So, hier ist nichts weiter. Was haben wir hier noch? Den könnten wir natürlich jetzt schon knacken. Aber unser Glück ist wieder nichts Nützliches drin. Schauen wir zuerst noch hier. Okay. Okay. Dann schauen wir die noch durch. Fall ist hier eh nichts drin, glaube ich. Oh, sehr schön. Revolverpatrone.
der geht nicht, okay. Und noch eine Patrone, cool. Dann haben wir schon 4 Schuss. Was drin hier? Nee, okay. Dann ab zum Safe. Bei 20 um den Dreh rum. Okay. Ah. Also hier. Dann einmal hier. Na komm. Schön. Nobody needs this anymore. Okay, der Ahornsirup ist nicht schlecht. Das Geld ist eher unnötig. Ah, schade, jetzt können wir den nicht öffnen, ne? So, ich hoffe keine Wolfies. Was finden wir denn hier? Was ist das hier? Toaster, okay. Ja, ich bin schon ziemlich gehypt hier auf die neuen Rezepte. Das waren nämlich jetzt schon wieder 2 neue Items. Brühe, das ist auch neu. Es ist also einiges, was hier neu ist. So, haben wir hier nochmal Wasser. Dann schauen wir hoch. Ein Teddy. Nein, nicht zerlegen. Kann man das looten? Nee. Okay. Lova. Das war's, ne? Können wir gleich. Nee, die wollte ich anziehen. Ja. Nächste Location. Gewicht können wir noch mitnehmen, aber wir sind fast voll. So, haben wir hier vielleicht ein Brecheisen übersehen? Nee, schade. Hier weiter, Zeit haben wir noch genug. Es wird gerade erstmal Mittag. Ah, brauchen wir Brecheisen. Hey, noch ein Revolver, nice. Wir haben ja Glück, Freunde. Und 2 Patronen. Aber noch kein seltener Revolver, also das wäre jetzt zu viel verlangt, glaube ich. Es gibt nämlich jetzt von jeder Waffe seltene Variationen.
Wir haben ja damals quasi die seltenste Hauptwaffe, das Gewehr, gefunden gehabt. Aber Revolver noch nicht. Da bin ich jetzt gespannt, welche Variationen es da gibt. Okay. Können wir nicht rein, okay. So, dann das Gebäude, würde ich sagen. Ich hoffe, dass uns die Wölfe hier jetzt noch etwas in Ruhe lassen. So, was haben wir denn hier Schönes? Hey, Nähen für Anfänger, schön. Das können wir dann gleich lernen, das Buch. Bevor wir unsere Ausrüstung reparieren. So. Hier ist nichts Spannendes. Da auch nicht. Die kann man ja nicht durchsuchen, soweit ich weiß. Hier ist einer erfroren. Fäustlinge. Das war's. Ja, gibt's hier nicht. Okay. Da rein oder waren wir da schon drin? Ich glaube, hier waren wir schon, oder? Nee, neuer Ort entdeckt. Hier waren wir noch nicht. So, da ist nichts weiter. Oh Gott, bei der Brücke bin ich auch schon mal gestorben. Kochtopf nehmen wir mit. Wir bunkern ja sowieso alles oben in dem Gebäude. Ja, der Laterne wäre es schon Gold wert. Dann können wir die Nacht auch produktiv nutzen. Was haben wir hier? Nochmal Socken, Pullover. Nähzeug. Noch ein Nähzeug. Schön. Und Wasser. Das war's, oder? Ja. So. Nächstes Gebäude. Welche Seite gehen wir zuerst? Hier. Ah, jetzt gib uns doch ein Brecheisen. Witze ziehen wir gleich an. The guy who drank his own pee doesn't seem so crazy right now. Ja, keine Sorge, wir haben genug zu trinken. Da kommen wir auch nicht rein. Da gehen wir später runter. Mal schauen, was wir hier haben.
Zweiter Tee, sehr schön. Hier ist schon wieder eine neue Zutat, eine Karotte. Okay. Heißt das Reh frisch, wirklich? Frisches Reh gegart. Oh, wissen wir gleich mal. Not sure I can carry much more. So. Keine Lampe, schade. Eine Bratpfanne, nice, die ist auch neu. Geschmackloses Reh roh nehmen wir mit. Können wir kochen. Antibiotika ist auch sehr geil. Looks like this has been here a while. Das schimmelt. Wasser nehmen wir mit. Okay. Ist hier wohl eine Lampe. Keine Lampe. Schade, keine Lampe dabei. Das können wir doch suchen. This pack is getting kind of heavy. Manchmal liegt ja hier was. Ja, das sieht nicht danach aus, schade. Das nehmen wir mal alles mit. Jetzt mal auf dem Weg zurück hier. Halt Zeug ausladen. So, das, die beiden haben wir schon, ne? Hey, die nehmen wir mit. Da sind noch mehr. Können wir alles brauchen. Extrem kalt. Wir müssen zuerst unsere Ausrüstung reparieren. Dafür möchte ich das Buch lernen. Gotta warm up somehow. Moment, wir kartografieren hier jetzt noch. Perfekt. Mal schnell rein in das warme Häuschen. So, bunkern wir das Zeug ein. This is so cold. I just want to lay down for a bit. Was gefunden, ja. So, Wasser kannst du auch einbunkern. So. So.
das möchte ich jetzt lernen. Das restliche Tageslicht jetzt noch sinnvoll nutzen. So. Wo ist das Buch? Hier, gleich mal 2 Stunden, bitte. Oh. Noch 1 Stunde. Dann haben wir das schon mal erledigt. Sehr gut. So, Feuer brauchen wir jetzt keines, ne? Schauen wir mal wegen unserer Ausrüstung jetzt. Wir haben hier ja noch einiges gefunden. Das. Welche ist denn besser? 0,3. Zieh das mal an. Sind besser. Okay. Nicht so schlecht. Dann das alles einbunkern. Perfekt. Das auch. Oh, ist voll, okay. Nimm das Holz raus, bitte. Wo ist das Holz? Hier. Das Buch, das. Okay. Und pack. Wo waren wir jetzt? Ah ja, hier, das einlagern, das, ne, den nimmst du mit. Okay. Dann können wir schlafen. Dazu sollten wir aber noch eine Kleinigkeit essen, glaube ich. Oder geht sich das aus? Mit den Kalorien, das ist die Frage. Was gehört denn unbedingt verarbeitet, was kurz vorm Schimmeln ist? Das hier. Ja, wobei, die schimmeln ja nicht. Nimm den hier. Ah, ich hab. Mein Gott. Ich habe jetzt das mit dem verwechselt. Wir haben mehr als ausreichend Kalorien, um ausgiebig zu schlafen. So, bitte kein Lagerkoller. Ah, wir könnten sogar noch mehr schlafen. Müsste ja Tag sein jetzt. So. Wo ist? Ja, perfekt. So. Na, lassen wir hier, dann können wir mehr looten. Das lassen wir hier. Du kriegst viel Gewicht sparen. Soweit, glaube ich. Verbände würden wir brauchen. Die machen wir jetzt noch schnell. Gehören auch zur Grundausrüstung. Wie viele kannst du jetzt herstellen? Oh, 6 Stück, nice. Perfekt.
So, warten wir noch kurz, bis es schön hell ist und dann gehen wir los. Perfekt. Schauen wir mal, was wir alles finden. Da waren wir schon unten. Dann gehen wir jetzt hier mal lang. Da kommen wir quasi zur Tankstelle dann. Wo extrem viele Wölfe sind im Normalfall. Die Kisten würde ich gerne zerlegen. Da ist sicher was drin. Dauert aber 12 Minuten. Das Problem, dass es so kalt ist gerade. Da kann was drin sein in dem Häuschen hier. Da haben wir kein Glück. Kein Glück, okay. Sehr schön. Eine weitere Seelenfackel. Das ist das Einzige, was die Wölfe effektiv verscheuchen kann. Beziehungsweise einen Safe Spot schafft. Das müssen wir noch durchsuchen. Nicht rein, ist eingestürzt. Dann schauen wir mal hier. Ah ja, wenn wir dann ein Brecheisen finden, müssen wir halt die ganzen Kofferraum noch aufbrechen. Ja, ich habe dich schon gehört, Wolfi. Leider etwas zu spät. So, aber ich möchte keinen Schuss riskieren bei dir. Und wir haben ein volles Magazin. Sehr schön. So. Okay, wir müssen die Schuhe dann auch reparieren und hierfür brauchen wir Leder, ne? Genau. Leder bekommen wir, wenn wir die zerlegen. So, ich hoffe, Wolfi ist jetzt dann weg. Ne, warten wir noch kurz. Ah, er ist immer noch hier. Alter, umlagerst du mich hier jetzt? Really? Alter, ja, er umlagert uns, mein Gott. Sure getting cold. Jetzt scheint er zu verschwinden. Ja, mein Gott, wie viele sind denn hier? Ich glaube, es ist mehr als einer. Ich glaube, es ist mehr als ein Wolf. Aber nicht so schlimm. In der Stadt können wir denen ja gut ausweichen, indem wir einfach von Gebäude zu Gebäude gehen. Offenem Feld oder im Wald wäre es schwieriger. Da jagen die uns erbittert. So, haben wir die schon. Okay. Dann haben wir hier nochmal Wasser. Und ein Medizinschränkchen. Yay, Antibiotika, sehr schön.
nach oben. Aber dass die hier nirgends eine Öllaterne stehen haben, ist echt krass. Gut. So, Wolfi ist sicher noch da. Dann sollten wir einen Wolf schießen. Ich möchte ja nicht jetzt schon Munition für das verschwenden. Ah, da drüben wollen wir rein. Als nächstes. Ich weiß ja nicht, ob Wolfi noch da ist oder nicht. Hm. Genau, da hinten ist die Tankstelle. Die möchte ich auf jeden Fall gleich mitmachen. Jesus, it's cold. Hey, Solarzellen. Die sind, glaube ich, auch neu. So, das und das Gebäude. Haben wir schon bald hier den Großteil durchsucht. So. Schauen, was wir hier jetzt alles haben. Sind hier irgendwo Streichhölzer? Nee. Die Kohle kannst du mitnehmen. Dann gehen wir zuerst ins Badezimmer. Den ganzen Stoff hier werden wir später mal holen. Jetzt brauchen wir ihn ja noch nicht. So, Füllsocken. Was haben wir hier? Küche. Ah, wir haben schon wieder gut Zeug gefunden. Das ist auch neu, das und das. Mitnehmen, falls eine Aurora ist, haben wir mit der Licht. Nein, das wollte ich nicht mitnehmen. Oh, das wollte ich nicht mitnehmen. Wobei wir es als Köder für die Wölfe verwenden könnten. Ein paar Kartoffeln, okay, das war's, ne? Auch keine Laterne dabei. Okay, so legt er das dann ab. Okay. Falls hier Wölfe sind, können wir die mit denen vielleicht etwas ablenken. So, dann das hier. Dann gleich mal schauen, was wir hier schon vielleicht schon kochen können. Ja, da haben wir schon durchsucht. So, ist hier eine Lampe vielleicht? Nee. Nee. Holzkohle mitnehmen.
Okay. Ist nichts unter dem Bett, ne? Ne, schade. Noch mehr Wasser. Schmerzmittel. Antiseptikum. So, wie sieht's mit dem Gewicht aus? Wir sind voll, ne? Ich würde aber gerne noch zur Tankstelle laufen jetzt. Vielleicht haben wir ja Glück und es sind keine Wölfe dort. Achso, da brauchen wir auch ein Brecheisen, dass wir da rein können, ne? Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Aber vielleicht haben wir Glück, bei dem abgestürzten Gefängnisbus ganz hinten am Ende der Straße liegt manchmal ein Brecheisen. Zumindest hatten wir damals in einer anderen Staffel das Glück, dass da eins gewesen ist. Vielleicht haben wir dieses Mal auch wieder Glück. Und wenn hier mal keine Wölfe sind, müssen wir das natürlich ausnutzen. Hier können wir doch wahrscheinlich gute Dinge finden. Hier ist kein Brecheisen, dann hier drinnen vielleicht. Okay, hier ist noch Stoff. Die Tankstelle ist ja verschlossen, ne? Ja, brauchen wir das Brecheisen. Ah, und da ist eins. Geil! Wir haben echt Glück, Freunde. Dieses Let's Play hier steht unter einem guten Stern. Schauen wir aber doch noch auf dem Ende der Straße, was da noch versteckt ist. Starting to feel numb. Zeit haben wir noch genug. Vielleicht finden wir hier noch was Cooles. Und ich würde die Stelle gerne kartografieren. Genauso wie die Tankstelle. Ja, letztens haben wir hier ein Brecheisen gefunden. Wenn ihr euch noch erinnern könnt. Dieses Mal ist hier gar nichts, ne? Außer eine Farbdose. Okay. Ist hier vielleicht noch was? Nee. Schade. Is it cold here? Freezing. Ja, ich weiß, dass es kalt ist. Ich mache mich ja schon auf den Rückweg. So, endlich können wir die auch aufbrechen. Ah, ein Wolf kommt. Soll er das Kaninchen fressen? So, dann schauen wir mal, was wir hier haben. No more cash. Okay. I'm not sure I can carry much more.
Wurzelvernichter brauchen wir, damit wir Muni herstellen können. Alter, wir haben jetzt schon so viel Lampenöl gefunden. Fehlt nur noch die Lampe. Ist nichts, da auch nicht. Haferflocken, cool. Ja. Well, this stuff will come in handy. Sogar noch 55%. Nice. Wir haben endlich Licht. Alter, jetzt sind wir richtig krass überladen, ne? This stuff will come in handy. Geil, das kenne ich auch nicht, das Item. Eine Sicherung sieht alt aus, scheint aber noch zu funktionieren. Okay. Wo wir die verwenden können, habe ich noch keine Ahnung. Ah, weiter, ich sehe schon was sehr Gutes. Und zwar hier haben wir ein Päckchen Revolvermunition. Sehr geil. Alles aufbrechen. So, was haben wir hier? Metalltür, zack, zack, zack. Was ist hier noch? Das hier. Okay, ich glaube, das war's soweit hier. Ja. Wir mal sortieren. Verstauchungsrisiko zu minimieren. Nee, wir bunkern das alles zu Hause ein. Die ist besser. Thermohose. Fäustlinge, die könnten wir theoretisch einmal reparieren, ne? Achso, wir brauchen Stoff. Gibt's hier einen Vorhang? Nee, dann zerlegen wir eins von denen hier, was wir nicht brauchen. Die hier. Ich hoffe auch, es ist keine Fehlentscheidung, wenn wir hier jetzt eine Nacht bleiben. Hä? Ah, wir haben es dann nicht zurück dabei. Schade. Schade, schade, schade. Hey, wir können hier tatsächlich schon was kochen. Nice. Okay. Was wir nicht mitnehmen, sind die hier, die brauchen wir nicht. Das ist echt unnötiges Gewicht. So. Ich hoffe, ja, es ist keine Fehlentscheidung, hier jetzt eine Nacht bleiben. So, wir schlafen mal eine Stunde, damit das Spiel gespeichert ist. Ich würde sagen, für die erste Episode reicht das hier soweit.
Ihr könnt mich gerne abonnieren, Freunde, auch mein Instagram folgen, nicht vergessen, nur wenn ihr wollt natürlich. Freue mich auch über jegliches Feedback in den Kommentaren oder Daumen nach oben, Daumen nach unten, je nachdem. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal oder beziehungsweise wir hören uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Ich bin euer Wacko LP. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.